also man freut sich, weil man hat ja jetzt am Donnerstag angefangen mit der Vorbereitung und so ein Hallenturnier macht immer Spaß, da kann man ein bisschen kicken und so wollten wir es auch angehen. Wir sind im Halbfinale ausgeschieden, aber ist alles in Ordnung. Ja, wir sind immer unheimlich gerne hier. Jetzt zum dritten Mal. Letztes Jahr konnten wir leider nicht teilnehmen als Titelverteidiger, weil wir parallel eine Veranstaltung hatten in Köln. Ich glaube, es ist eine gelungene Mischung, eben auf der einen Seite aus sehr, sehr gutem Sport. Auf der anderen Seite logischerweise auch vielen Show-Einlagen, viele Prominente, die man hier trifft. Insofern immer eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Ich glaube, auch eine gute Erfahrung, gerade für unsere jungen Spieler, sich mal deutschlandweit präsentieren zu können hier in der Halle und auch so ein bisschen den großen Fußball schnuppern zu können. Ja, super Teilnehmerfeld, top organisiertes Turnier. Also es macht wirklich Spaß, hier dran teilzunehmen. Und ja, diesmal hat es nicht geklappt, dass wir hier den Titel gewinnen konnten. Aber okay, gut, so ist das. Das ist Vorbereitung. Wir haben ein bisschen Gas gegeben, es war anstrengend und jetzt gehen wir weiter in die Vorbereitung.